Willkommen, liebe Clasher. Ich habe schon immer wieder mal gemerkt, dass ihr gerne Tutorials haben möchtet zu unterschiedlichen Themen. Daher habe ich heute für euch einmal ein Elektrodrachen-Tutorial erstellt mit allen Tipps, die mir so bekannt sind und vor allen Dingen auch mit den Problemen und Fehlern, die ich so immer gemacht habe oder auch immer noch machen werde. Denn daraus lernt man eigentlich am meisten. Wie gefällt euch eigentlich dieser neue Loading-Screen? Also ich bin da unentschlossen, ich weiß nicht so genau. Okay, kurzen Abriss zu meinem Dorf. Ihr könnt ja sehen, einiges schon fertig. Hier sind schon einiges an neuen Bogitürmen schon erledigt. Hier unten auch. 3 Stück an der Zahl. Man konnte ja ganz schön viel sammeln noch vor dem Update. Und da war natürlich schnell was möglich. Jetzt muss ich mal den einen Bauarbeiter mal ganz schnell noch arbeiten legen, dass er dort die 12 Millionen bekommt, dass das dann weitergehen kann. Ganz schön viel hier zu tun immer. Aber das sollte wohl drin sein. Ich denke mal auch, dieser Bonus, den man neuerdings hier im Clanwurm bekommt, ist 10 Millionen, die man leider sowieso nicht speichern kann, aber immerhin bekommt jeder, auch wenn er verliert, immer Volldampfgeld. Das ist ja auch cool. Ihr seht, wir sind hier ganz feste im Clanwurm und genau aus diesem Clanwurm wollte ich gerne auch etwas zeigen. Und wie ihr seht, ich habe auch nicht den Goldpass gekauft, weil für mich als Free-to-Play-Spieler das jetzt nicht so spannend ist. Dann würde ich mich auch nicht mal als Free-to-Play, glaube ich, bezeichnen. Aber ich denke schon, es ist auf jeden Fall eine Mordsvergünstigung mit diesem Goldpass. Man bekommt so viel hier dazu. Jetzt bin ich gerade bei 1340. Das Gold habe ich natürlich hier unten drunter auch gerne mal genommen. Aber so ein Heldentrank, Mauerringe, die Rune des Bauarbeitergoldes, gut, das neue Dorf habe ich schon fertig. Bauarbeiterschub ist natürlich auch nicht schlecht. Es sind wirklich viele, viele Dinge dabei, wobei mir der Heldenskin, wie im letzten Video gezeigt, noch nicht so gefallen hat. Vor allen Dingen, wenn er tot ist, schaut er ziemlich durch diese Dose, die auf dem Kopf hat, sehr bedröppelt darauf rein. Aber es ist auf jeden Fall die 3D-Wirkung dieser neuen Skins für die Queen und für den King sehen richtig cool aus. Ja, hier kommen nochmal 1,5 Millionen, die nehme ich natürlich gerne mit. Und das dunkle Elixier, ja, okay. Hinten das Buch der Helden kann ich auch schon wieder nicht nutzen, weil das habe ich schon. Und ja, diesen Heldenskin eben, okay. Na gut, es ist auf jeden Fall mit Sicherheit eine neue Einnahmequelle und der Hersteller muss ja auch was verdienen. Geht ja auch sonst nicht anders. Aber sonst kann man sicherlich auch Gems kaufen, aber hier sollte bestimmt mal eine neue Sache geschaffen werden. Okay, jetzt mit euch zusammen wollte ich gerne dieses Tutorial machen und viele, viele Tipps und vielleicht noch eine kleine Überraschung dazu im Video mal sehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir kommen zu den Tipps mit den E-Drachen. So, und da seht ihr, das ist aus dem aktuellen Clan War. Der Siegbonus ist ja ziemlich fett aktuell noch. Und deswegen haben wir mal einen ganz großen Clan War auch gestartet, auch wegen den Erfahrungspunkten. Aber so, jetzt zu den Tipps. Also, als erstes achte ich bei den Elektrodrachen erstmal darauf, wo sind die Feger? Der eine geht nach oben weg und der andere geht nach unten weg. Also prinzipiell möchte man natürlich nicht mit einem Stern auswandern hier aus dem Clan War, sondern zwei sollten es dann doch schon sein. Also muss man schon das Rathaus irgendwie sicher erwischen. Und dann natürlich noch genug Prozente hier dabei. Also die Feger stehen jetzt hier bei den Lufttruppen nicht gerade im Weg. Also kann man das hier gut erstmal für diesen Angriff verwenden. Dagegen sprechen allerdings auch die sehr weit verteilten Luftabwehren, die außen sehr verteilt sind. Das heißt, wenn ich mit den Elektrodrachen beim Rathaus einmarschiere, erwische ich frühzeitig eigentlich erst eine Luftabwehr. In der Mitte ist es ziemlich gut verteidigt mit den X-Bögen. Das hat aber auch Vorteile, wenn dann die Elektrodrachen die Blitze überspringen. Dann sind dann auch schnell diese X-Bögen fällig. Und was noch schön ist, dass ich nach dem Rathaus die Adlerartillerie ziemlich früh bekomme. Die kann meinen Elektrodrachen auch richtig giftig werden. Und wenn das alles so nah steht wie hier in der Mitte, also außen, das kostet schon Zeit, aber in der Mitte, da ist es so, dass man mit Frostzauber natürlich einiges wegfrosten kann. Zum Beispiel hier den Bogiturm mit dem Rathaus zusammen. Optimalerweise vielleicht noch, ne, den X-Bogen glaube ich eher nicht. Aber so kann man zumindest einmal frosten. Das Rathaus mit dem Bogiturm und einmal das Rathaus vielleicht noch mit dem X-Bogen zusammen und hier hinten noch die Arta-Artillerie mit dem X-Bogen und vielleicht die Queen vom Gegner vielleicht noch dazu. So, das waren erstmal die ganzen Themen, was ich so insgesamt sehe.
Dann, damit die Drachen auch reingehen und nicht hier außen rum wandern, ist natürlich wichtig das seitliche Funneling. Und in der Regel nimmt man da entweder eine Loon-Elektro-Drachen oder die Helden oder und. Das muss man je nachdem, wie man das sieht. Hier unten ist auf jeden Fall zum Beispiel schon mal die starke Werkstatt. Die hat Trefferpunkte von 1200. Das heißt, die Gebäude da drumherum, die haben meist alle weniger. Das heißt, hier kann der schön einen Elektrodrachen erstmal ganz lange drauf rumbrutzeln und dann geht alles andere drumherum erstmal kaputt. Also würde ich hier wohl einen Loon-Elektrodrachen draufsetzen. Und andere Seite wollte ich nicht noch einen Elektrodrachen setzen, weil der Gegner hat schon so ein bisschen gegen Elektrodrachen gebaut, nämlich alle Gebäude hier außenrum haben Abstand von 2. Das heißt, da springt auf keinen Fall irgendein Blitz über. Ärgerlicherweise. Also muss ich das mit den Helden vielleicht von der anderen Seite noch schaffen. Dann würde ich wahrscheinlich, ich möchte ja den King hier oben rum haben, dass vielleicht der King und die Queen hier bei der Luftabwehr irgendwo landen und folgend. Da müssen wir mal sehen. Ich würde den King wohl hier auf die Seite setzen bei der Kaserne, aber auf den oberen Teil dieser Kaserne, die ich gerade anvisiert habe hier oben. Und dann die Queen nachsetzen, um diesen Elixiersammler loszuwerden, damit der King auch definitiv nach oben raus wandert. Ich male das Ganze mal so ein bisschen ein hier. Da können wir ja schön malen hier. Also einmal, stoppt er erstmal. Einmal können wir hier frosten. Dann der zweite Frost können wir auch hier frosten. Hier haben wir eine Frostmöglichkeit. Das so ein bisschen einprägen. Das vergesse ich nämlich sonst auch immer ganz gerne. So, dann als nächstes den Pfeil setzen. Einmal hier den Elektrodrachen dran setzen und Loon. Und den King setze ich von hier oben dran. Und als zweites die Queen so seitlich dahinter her. So, und der Hauptpart der Truppen, den setze ich dann von dieser kompletten frontalen Seite mit Loon-Elektrodrachen hinterher. Die kommen dann von hier aus dort rein. Und im Optimum, wenn ich alles hinbekommen habe, ist hier unten alles weg und hier oben alles so weit weg, dass man dann schön mit den Elektrodrachen reinkommt. Da so schwer kann das nicht sein. Ich muss auch ein bisschen schauen, zum Beispiel hier hinten. Das ist hier fast komplett unverteidigt, wenn da kein Tesla oder sowas steht, da kann man nachher noch so ein bisschen funneln, falls dann doch mit den Prozenten noch eng wird, denn das habe ich auch leider nun schon einmal gebracht, in der Liga nur einen Stern zu packen. Immerhin nur einmal, aber das will man natürlich überhaupt nicht. So, und das muss man natürlich hier schauen, wenn das Rathaus angegangen ist, sagen wir auch immer wieder die Anführer dazu, muss man natürlich einen Frost drauf werfen. Wutzauber ist auch noch wichtig, vielleicht nehme ich einfach mal eine andere Farbe. Nehmen wir einfach mal blau für den Wutzauber. Da würde ich vielleicht schon ziemlich früh hier vorne einsetzen und hier hinter folgend noch einsetzen und in der Mitte auf jeden Fall noch einen. Ich werde wie immer wahrscheinlich 4 Wut, also einen gespendeten Wut, insgesamt 4 Wut, 4 Frost und den Speedzauber, den habe ich auch noch mit gesagt bekommen, dass ich den doch immer mal mit nutzen sollte, nämlich für die Loons im Stone Slammer. Und den, zeige ich hier mal rein, würde ich wahrscheinlich von hier oben irgendwann setzen. Das werde ich aber im Laufe des Angriffs dann entscheiden. Der Angriff ist ja schon gesehen, gelaufen, wie ihr seht. Aber das habe ich erst später dann entschieden und irgendwo später dann den Speedzauber, je nachdem, wo die Loons aufgehen und wo sie unter starkem Beschuss stehen. Das weiß ich noch nicht so genau. Mal gucken. Also, löschen wir das Ganze mal wieder raus. Und schauen wir uns den Angriff mal an. Und den nehmen wir auch schön auseinander hier. Also ich habe unten erstmal begonnen mit dem Loon-Elektro-Drachen. Der Loon hier unten, der ist vorgesetzt worden, weil ich dort schwarze Luftbomben oder überhaupt Luftbomben auslösen möchte, damit der Elektro-Drache nicht so viel abbekommen soll. Und hier unten habe ich zuerst die Truppen gesetzt, weil hier unten mehr zu tun ist als oben für die Helden. Denn die Helden rasieren da oben das ziemlich schnell ab. Und so, damit ich zeitlich so ungefähr auf gleichem Niveau bin. Ich versuche immer noch, es so hinzubekommen, dass die Truppen nicht so viel alleine sind. Je mehr man die Truppen alleine setzt, umso mehr Beschuss bekommen sie logischerweise. Also, schauen wir weiter. Unten Loon-Elektrodrachen. Oben, wie angesagt, müsste jetzt gleich der King kommen. Ich habe mir da Zeit gelassen. Und jetzt seht ihr unten, stopp nochmal, der Elektrodrachen hat zweimal drauf geblitzt, da unten schon einiges kaputt, auch die Kanone und hier auch dieser Elixiersammler haben schon Vorschaden. Und dann geht der Elektrodrache natürlich weiter außen hin. Kann man natürlich auch weiter reinbekommen, aber dann bekommt er ganz schön Beschuss dort. Mal sehen, wie das weiterläuft. Oben geht es jetzt weiter mit King.
Der geht auf jeden Fall dorthin und damit er auch später nicht nach unten noch rennt, hat die Queen das mal nachgesetzt. Die Queen hilft mir noch ein bisschen mit, auch der King hier diese Elixierlager wegzubekommen, damit die Elektrodrachen nicht so lange dann rumkleben. Das muss ja nun wirklich nicht sein. So, jetzt geht der Elektrodrache rein. Jetzt seht ihr schon, kommt die Haupttruppen mit erst Loon und dann kommen die Elektrodrachen hinterher, damit die Loons mir auch dort, falls dort einer wirklich vor dem Rathaus alles Mögliche an seinen Verteidigungsanlagen hingesetzt hat, dass die Loon erstmal was wegtanken, die Loons alle, und die Elektrodrachen es nicht so hart abbekommen. Und bei uns wird schon wieder live angegriffen. Ja, sieht man schon, die Queen hat dann den King gelockt und wird wahrscheinlich den auch vernichten. Oben der King ist schon halb kaputt. Wenn er halb kaputt ist, kann man ihn zünden. Oder spätestens dann, wenn er an irgendeiner Verteidigungsanlage dran ist. Denn wenn er irgendwo auf freiem Feld läuft und man zündet ihn dann, dann kann er leider seine Wutschläge nicht so richtig loslassen. Ich zünde ihn lieber dann, wenn er irgendwo an einem Gebäude dran ist. Auch zu Lasten, dass er vielleicht schon ein bisschen mehr kaputt ist als nur halb. Aber hier in dem Fall, glaube ich, habe ich ihn gleich gezündet. Unten sieht man schon, da ist noch mehr übergeblitzt. Die Kanone ist auch schon halb kaputt. Und der Elektrodrache unten hat einen Top-Job gemacht. Der hat unten nämlich eine Menge rausgenommen. Genau wie geplant. Die Kanone wäre natürlich noch schön gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. Die Loons bündeln sich leider auch alle hier an dem Bogiturm logischerweise, weil außen ist ja nicht mehr so viel. Vielleicht geht auch noch was hier. Und noch weiter auseinander wollte ich die Loons nicht setzen, weil dann sind sie nicht mehr im Team. Also schauen wir mal weiter. So, der King oben ist schon ganz schön beschädigt. Ja, jetzt habe ich ihn doch schon zünden müssen, weil er komplett zurückgerannt ist. Das war nicht so geplant, aber hat der Queen zumindest geholfen. So, nächster Part. Jetzt seht ihr unten, der erste Wut ist schon drauf und ich glaube, der zweite kommt gleich. Noch sind die Truppen hier unter Wut. Die fliegen ja noch ein bisschen unter Wut ein Stückchen weiter. Ich hoffe, ihr könnt das alles so aufnehmen. Das ist ganz schön viel Gequatsche, merke ich schon gerade. Und auch wie geplant hier vorne konnte man sehen, der Frostzauber, der ist genau gelandet hier, wo ich das wollte, nämlich genau hier drauf. Und dann schauen wir mal weiter, wie es als nächstes kommt. Unten der Elektrodrache. Ach, der Loon hier unten. Der Loon hier unten. Das ist auch schön. Hat die Kanone mir weggenommen, dass da nicht mehr so viel übrig ist. Ja, leider ist natürlich der King jetzt hier oben, wenn man das sehen kann, dort leider auch auf dem Wege, naja, an der Mauer entlang. Eigentlich hätte ich ihn lieber weiter oben gehabt, dass er mir hier oben weiter rennt, aber das hat der Gegner King leider versemmelt. Man kann ja nicht alles haben. Es kann nicht immer alles top klappen. Egal. Machen wir weiter. Die eigene Queen bei mir holt jetzt noch die Luftabwehr raus. Das war natürlich spitze. Und jetzt seht ihr auch, da ist das Rathaus hochgegangen. Und dann habe ich den Warden kurz vorher gezündet, damit die Riesenbombe mir diese Truppen nicht alle demoliert. Das vergesse ich auch immer gerne mal. Ich bin eben auch nur ein Mensch. Ich bin hier nicht der Superprofi. Das möchte ich überhaupt nicht damit auch sagen. Sondern nur die Tipps und vor allen Dingen auch die Fehler, die ich mache, euch zu verraten. Denn nur aus Fehlern lernt man eigentlich wirklich gut. Und ja, das ist schon oft genug schief gelaufen, deswegen wollte ich es hier mal erwähnen. So, man sieht hier schon, jetzt haben wir hier so die gesamte Breitseite. Ich hoffe, ihr seid noch aufnahmefähig. Wir haben jetzt hier eine schöne Linie dort wegbekommen. Das heißt, die Truppen sind schön zusammen. Natürlich driften sie jetzt leicht auseinander, aber das sollte eigentlich ganz gut klappen, weil vor allen Dingen diese Blitze durch die Mitte hier voll durchblitzen können hier. Durch alles durch, bis nach hinten hin. Und jetzt sieht man zum Beispiel auch hier, dass der Luftfeger schon irgendwann mal aktiv wird, weil hier war ja die Linie, dass er hier noch fegen kann und den Elektrodrachen unten kann er schon wegschieben. Mal gucken, wie das jetzt im weiteren Verlauf weitergeht. Jetzt sind auf jeden Fall noch die Elektrodrachen im Warden und jetzt vorbei. Oben habe ich jetzt den Stone Slammer dazu gesetzt. Der geht wunderbar auf den Inferno, macht den kaputt. Sehr schön, das hat geklappt. Oben habe ich nochmal gefrostet. Das hätte ich vielleicht auch ein bisschen später machen können. Also es gibt immer noch Verbesserungsmöglichkeiten, was zum Meckern finde ich auch an meinen Sachen. Immer, denn zum Beispiel, also wenn das geklappt hätte, glaube ich, hier wäre ein ganz toller Frostpunkt gewesen. Aber oben habe ich jetzt erstmal den Inferno mitgefrostet. Das kann vielleicht auch diesem einen Elektrodrachen oder den beiden da oben ganz gut gekommen sein. Dann gehe ich noch ein Stückchen runter, dass wir das alles sehen können. So, ein bisschen raus. So, machen wir weiter. Oben macht der Stone Slammer schön seinen Weg. Und die Elektrodrachen sind super auf dem drauf, auf dem Inferno. Und jetzt blitzen die schön die Luftabwehr weg. Das ist natürlich super gelaufen. Tja, und dann kommen die Loons hier. Und die habe ich jetzt noch nicht unter Speed gesetzt, weil der Elektrodrache drauf ist. Und erst als der kaputt gegangen ist, bevor mir der Magierturm die ganzen Loons so schön kaputt macht, habe ich dann doch das vorgesetzt. Und sieh da, wir haben keine Verteidigungsanlagen mehr. Wir haben drei Elektrodrachen, wenn ich das so richtig zähle. Alle Loons, fast alle Loons aus dem Stone Slammer sogar noch übrig. Also,
Ich glaube, das war ein Overkill. Das hat richtig Spaß gemacht. Und da habe ich auch noch meine restlichen Truppen. Also ich habe immer noch zwei Lakis und einen Bogi mit dabei, um eben restliche Prozente mitzuholen. Da habe ich auch rausgelernt, denn in der Liga habe ich es dann doch mal gepackt, 49% und einen Stern hinzukriegen. Sehr ärgerlich. Ja, ich hoffe, ihr konntet jetzt mit dem langen Gequatsche von mir hier einiges anfangen. Denn so schwer ist es nicht. Ihr seht jetzt auch die Truppenzusammenstellung unten. Es ist so, 7 Loons, 8 Elektrodrachen. Die Loons sind wirklich nur davor, immer zu setzen, um Bomben auszulösen. Und selbst wenn sie dann noch reinfliegen, ist es gerne gesehen. Dann natürlich 2 Lakis, einen Bogidame, habe ich schon erzählt. 4-mal Frost und 4-mal Wut mit dem Gespendeten und einen Speedzauber Stone Slammer. Und im Stone Slammer sind 8 Loons drin und das sollte denn, denke ich mal, auch zum Gelingen einem schönen Angriff auch möglich sein. Elektrodrachen sind, denke ich mal, für jedermann keine schlechte Option. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir schauen weiter. Ja, okay, und zum Schluss noch ein Schmeckerchen. Ihr seht, 1.950.000, wenn man noch die 680.000 Bonus aus der Legende oben drauf rechnet, macht das zusammen 2,7 Millionen Loot, wenn ich hier alles abräume, komplett. Dunkles ist ja auch einiges da. Ja, und beim Farmen mache ich natürlich anders. Da gucke ich erstmal, wo denn die ganzen Lager stehen. Die sind hier linksseitig. Da hätte ich vielleicht mal ein bisschen genauer gucken müssen in diesem Fall mal und nicht den komplett abräumen. Mal sehen, wie viel ich hier wegbekomme bei dieser Sache. Die Queen rennt nämlich da auch komplett andersrum. Gar nicht so günstig, aber man sieht aber auch, dass hier die Sammler und Minen ganz schön voll sind. Dass da auch was drin ist, also bei so einer hohen Menge, da ist alles voll. Also eigentlich muss man alles demolieren hier. Ich hoffe, das klappt. Mal sehen. Die Loons machen da außen schon mal ganz schön kaputt. Und jetzt habe ich zum Beispiel auch die Lakis und den Bogi, den ich auch in der Liga benutze. Und in einem Clan War, den kann ich jetzt wunderbar gleich verwenden, nämlich unten für die Lager und Mine dort, um das noch abzuräumen. Denn das ist manchmal so schade, dass da was übrig bleibt. Noch sind nämlich 617.000 Gold und ich brauche ja Gold. Gold ist zurzeit das Wichtigste überhaupt. Elixier brauche ich überhaupt nicht. Das ist so wichtig, noch das einzusammeln. Und da habe ich unten eine Bogidame und erstmal einen Laki draufgesetzt und mal abgewartet. Die Drachen kommen ja sowieso da oben noch ran. Jetzt spalten die sich sogar etwas. Ja, so kann man dann auch mit Elektrodrachen gut farmen, wenn man sowieso kein Elixier braucht. Ich hoffe, ihr könnt da einiges mitnehmen für euch im Clan War oder ein bisschen üben erstmal im Freundschaftsfight, dass ihr das auch mal, das muss man so ein bisschen einüben, den Ablauf her selber. Ich bin da auch nicht gleich der Profi, der alles sofort auf Anhieb gut hinbekommt. Einfach ein bisschen üben und dann kriegt ihr das auch hin. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Hübschen. Bis bald. Bye, bye.